Warum auch immer. Und ansonsten
ist sowieso immer irgendwie dieser Dresdner Halbkreis am Start. Ja, genau. Die Leute sich nicht so richtig an die Bühne rantrauen. Da muss es schon viel los sein, dass es eingequetscht ist. Und deswegen sind kleine Locations gut, weil die Leute da mal face-to-face halt... Genau, die ja. Und ist das tatsächlich in Dresden? Also weil du sagst, da Dresdner Halbkreis? Es gibt so diese Schimpfwort über Dresdner Halbkreis, aber ich denke, das gibt es überall. Aber der Dresdner Halbkreis ist also der nicht über Halle, Haller Halbkreis. Das ist ganz ruhig, wo ich richtig weit weg. Naja, es ist so, in der ersten Gesprächsrunde, das soll immer so ein bisschen so eine Kennenlernrunde sein. Für uns, aber auch für unsere Audience hier unten, die natürlich jetzt auch erstmal wissen müssen, was ist hier los, was habe ich hier für zwei Musiker heute zu erwarten, wie sind die so künstlich drauf. Ich finde, ihr seid sehr nett. Ich habe im Vorfeld mit euch gesprochen, ihr seid eigentlich ganz mild. Ne? Ihr seid eigentlich. Ja, wir sind ganz weich. Ja, ist das ganz krass, alles ist sensibel. Und da habe ich überlegt, war es schon immer diese Form von Musik, die jetzt so, ja, schon ein bisschen krawalliger daherkommt, oder habt ihr auch mal an Flötenfleiß angefangen? Also egal, wir wollen noch ein bisschen über euch sprechen. Also wir haben eine Mischung aus uns, wir kommen hier aus der elektronischen Richtung, Prego und halt sehr harten elektrischen Stuff, experimentellen Zeug. Und ich komme hier aus der Grind-Punk. Garage, Vierer. Garage. Wie ging es bei die Kreuzung? Bei dir so los? Also bei Bultis, Tom Astro. Jetzt machst du auf. Flachst du rum. Ganz weit zurück. Jetzt flachst du rum. T64, ich fand früher hast du noch Tom Astro, wo mein Vater Truckerfahrer war. Da war natürlich klar, Tom Astro zu hören. Als Kind. Und dann kam ziemlich schnell irgendwie eine Megadeth-CD und eine Thunderdome-CD. Ich habe meinen großen Bruder Thunderdome und Hellraiser-Sampler zu Ostern gekauft. Und was ist das jetzt? Ja, richtig. 180 BPM, viel Distortion und voll auf die Schnauze. Das war eine schöne Zeit. Das war eine wunderschöne Zeit, wenn man als kleines Kind dazu irgendwo rumspringen kann. Und dann war es ganz schnell Punkrock. Und über den Punk dann wieder. Also von der Elektronik über den Punk wieder zurück zur Elektronik. Ne? Viel auf der Straße, Techno tanzen. Und bis zu. Nee, das war ja ein Instrument, irgendwas gemacht. Mein Vater wollte mir Klampfe beibringen, aber ich wollte damals lieber irgendwie auf Bäume klettern oder so. Und dann hat man es halt später irgendwie autodidaktisch nachgeholt.
jetzt mal was ganz anderes an dich gerichtet. Welche Fernsehsendung muss deiner Meinung nach dringend abgesetzt werden? Keine Ahnung, ich habe keinen Fernseher. Sehr guter Mann. Jetzt langsam tiefer, jetzt kommt das Fieber. Tiefenpsychologisch. Alvin, ist es egal, ob das Leben einen Sinn hat oder nicht? Die Frage ist, ob es am Ende einen Sinn ergeben muss oder während man es lebt. Das ist Gegenfrage und demzufolge ist es nie egal, weil sonst war die ganze Zeit, die man da ist, völlig von Arsch. Deswegen sollte es schon einen Sinn ergeben, währenddessen und hinten raus weiß man es ja nicht. Ja, das ist aber eine ziemlich clevere Antwort. Das ist doch klar. Ja, das ist eine Herausforderung. Okay, du wieder. Deine schlechteste Erinnerung an deine Schulzeit? Die Erinnerung daran. Wirklich nicht? Nee. Nicht die Frau, das echt überlegen. Nicht die Frau Heise, die dir an den Ohren gezogen hat, oder Herr Stemmler, der dich eingeschlossen hat, oder irgendwas. Es gab eine Frau Reichelt. Mhm. Der hat wirklich die Ohren umgedreht und hat die Ohren immer die Haare eingeklemmt. Und das tat halt sehr weh, weil die immer sehr wütend war. Zur Strafarbeit hier Klappfahrrad geklaut und dann hast du halt rausgeschmissen. Und dann hast du halt gehabt hier. Was hast du noch geschützt? Naja. Also für dich, ja. Und welches Fach hat die unterrichtet, die Frau Reichelt? Du bist vor Musik oder so? Das ist echt gut für die Dinge. Gut, jetzt wieder an dich, Alvin. Plötzlich passiert es doch und das Internet bricht zusammen. Und zwar für immer. Wie gehst du damit um? Musik machen? Kann man halt nichts mehr hochladen. Aber ohne App. Ohne App? Ja. Analog. Aber es wäre nicht schlimm. Ich denke, es würde der Gesellschaft allgemein mal ziemlich gut tun. Es wird zwar Bürgerkrieg und alles kaputt gehen und so, wenn das Internet abgeschaltet werden würde. Nichts würde mehr funktionieren, aber. Wird es schon eher lockerer. Es erinnert mich, würde mich wahrscheinlich an die Zeit erinnern, wo Flut war und totaler Chaos in der Stadt. Und ich dachte schon an die Zeit, wo du 13 warst und das erste Mal versoffen. Sehr ähnlich. Es ist halt Chaos und dann kann man in dem Chaos lustige Dinge machen, die man sonst nicht machen kann. Na gut. Ja, doch, aber ich meine, finde ich auch schön. Also diese entspannte Einstellung steht dir gut. Und kommt, was ich finde, kommt auch echt so rüber, dass man es geklaut. Ich auch lieber. Ein Außerirdischer taucht auf und gibt sich unmissverständlich als solcher zu erkennen. Was fragst du ihn zuerst? Na? Ja, gut. Liegt ja nah. Ja. Ja, gut. Was ist das Nichts, von dem viele Menschen annehmen, dass es sich mit dem Tod einstellt, Alvin? Oh, bei dir habe ich immer vor, die Tiefen. Die ist geschenkt. Ich würde die mal weitergeben, Mann, oder? Ist die Frage. Was ist die Frage? Was ist das Nichts, von dem viele Menschen annehmen, dass es sich mit dem Tod einstellt? Reinkarnation oder was? Was ist das Nichts? Das Nichts? Was ist das? Nichts. Ist das was? Das brummt halt einfach. Was ist das? Ja, das ist zu fiebrig, zu verrückt. Es gibt, ja, auf jeden Fall. Alvin, du steckst deinen Tag lang im Körper einer Frau, was probierst du aus? Ewig an mir rumspielen? 24 Stunden am Stück wahrscheinlich. Ja? Auch mal ein schönes Kleid anziehen? Das habe ich auch so schon mal probiert, aber das wirkt halt besser, wenn man echte Brüste hat wahrscheinlich. Nur wahrscheinlich sich selbst auf anheizen. Stimmt nicht an der Baustelle vorbei. Das Ego abonnieren wahrscheinlich. Und jetzt, Oliver, für dich die letzte Frage. Hast du schon mal Angst vor Gespenstern gehabt? Ja. Als Kind wahrscheinlich. Ja, als Kind oder jetzt noch. Also, ich bin jetzt Wohnungsreise in Albanien und ich war jetzt schon letzte Woche mit 3 Aktionen. Ich dachte, das Auto fährt. Und ich liege halt im Bett. Ich muss halt raus und gucken, wie im Zimmer, ob alles gut ist. Das bleibt halt übrig noch so. Was ist immer so? Bist du dann auch so ein Typ, der das Licht ausgemacht hat, dass du dann plötzlich der Kleiderständer irgendwie ein Mensch ist, der da steht und du musst dann mal Licht anmachen? Das hatte ich eh ein einziges Mal gehabt bis jetzt. Da stand jemand, da habe ich das Licht angemacht, dann war er weg. Und als ich ausgemacht habe, war er da. Das ist schon.
So ging es auch, als ich so Sonntagabend, als so ein Hangover-Sonntag, gibt ja auch ein Conjuring, irgendwie alleine zu Hause abends und angeguckt habe, es war auch echt nicht cool. Und dann hat meine Nachbarin, die ist krank, hat dann noch geschrien, das war auch nicht schön. Nun ja, ich bedanke mich recht herzlich für diesen Trailer, das war es genau. Lediglich fünf Schallplatten drin und mich würde es sehr interessieren, auch wenn ihr keinen Interpreten kennen solltet, für welche Platte ihr euch entscheidet und welches Lied. Ich weiß nicht, geht's gleich los, ja. Ja, stimmt. Ich hatte bis jetzt immer eine Platte von Beatles mit. Bis zum letzten Mal hat mein jemand die Beatles-Platte gewählt. Falls dich interessiert, hätte ich Happiness is Warm dann gewählt. Da hättest du gewählt. Hätte ich gewählt. Das war traurig, als du abgewählt hast. Ja. Naja, wieso? Ja, hat es ja sich gewünscht. Ich glaube, ich das so sein. Ja. Ihr dürft die dann auch selber auflegen. Also, ihr könnt ja mal so ein bisschen, müsst das ein bisschen so den Leuten erzählen, was ihr was da sagt. Kennst du das? ODB. Yeah. Also, ich tendiere zwischen Elvis Presley und Old Dirty Bastard. Und dann bin ich für Old Dirty Bastard. Elvis Presley ist ja schon. Okay, allerdings. Mehr Old Dirty Bastard ist auch schon. Du warst sogar jünger als. Dass ich mir nie, du Only. Es gibt, merkst, müssen wir einfach nach den. Es gibt ziemlich fette Tracks auf dem Album. Wenn ich euch jetzt mal, ich gebe euch einen kleinen Tipp, also auf der A-Seite als auch auf der B-Seite gibt es einen Titel, also die mir beide sehr gefallen. Also ich finde ja rein vom, weil ich auf. Ja, stimmt, ihr dürft. Macht Dirty Dancing gibt es ja einen Titel und da ich gerne wie in eurer Tanze, würde ich zu Dirty Dancing. Schafft ihr das, das selber aufzulegen? Schafft. Du bist der DJ. Wir machen zusammen. Nach Pille. Ich verhältst mich eben gerade. Kannst du sogar kommentieren für die Jüngeren unter uns, wie das ist, wenn man so die Nadel in die richtige Rille hat? Das ist die Schallplatte, ja. Ja, also es gibt immer zwei Seiten bei so einer Schallplatte. A und B. Ich nehme mal die andere. Manchmal heißt es auch nichts von Y oder 1 und 2. Ja, ich finde es schön, dass ihr den gewählt habt. Irgendwie, ich finde schon, das hat korrespondiert auch mit deiner Art zu singen und so.
wie er rappt. Und der hat so ein bisschen was Besonderes. Herrlich, wie du guckst. Nee, und der Typ war schon spannend. Also der ist leider eben, glaube ich, mit 36 Jahren an so viel Drogen umgekippt im Tonstudio. Hat aber 13 Kinder hinterlassen. 13? Ja. Also fast gehört Sebastian Bach eigentlich. Erster, ja. Das ist nicht richtig. Nee, und Schwarz zum Beispiel, der hat auch ganz viele. Wer war das? Schwarz. Okay, Schwarz. Der hat auch ganz viele gemacht. Hat er gemacht? Hat er gemacht. Produziert. Das ist auch eine gute Sache, ne, mit dem Kind. Das ist ganz okay, ja, wenn es anfängt. Mhm. Bist du Vater? Nee. Verrachter. Ja, das muss sein, ich bin speziell überführt. Ich glaub's schon. Ich bin jedenfalls jetzt schon ein bisschen geflasht so von dieser Wahl, weil es irgendwie war ein Track, der war so komisch, der wurde reingefädelt und wieder aus eben. Aber es war okay. Ja, und weißt du, es war wirklich nach dem Titel gegangen. Nee, und das war doch gut. Ich meine, das war eure Wahl und da kann man. Twitty wäre zu chillig. Das ist ein schönes Elvis, ja, das wird zu oft gehört, weil ich euch in Sinn immer dann tut. Dann gab es noch Queens of the Stone Age. Wäre gegangen. Das war ein sehr altes Album, was auch interessant. Das war echt gut. Ja, tja, und die Platte, die letzte da, die ihr nicht mal erwähnt, das ist halt die geilste. Ja, die nimmt nie einer, ne? Parlament. Die will nie jemand. Ja. Soll ich jetzt die mal reintun? Das ist ein mit der Tricky. Wir können die höchstens, wenn es vorbei ist, danach aufnehmen. An dieser Stelle muss ich jedes Mal stellen. Wir haben jetzt getaucht, wir haben Musik gehört, es war alles dabei, wir haben eine sehr schöne Musik, wirklich, also ganz ohne Spaß, so ein tolles Picture. Respekt dafür. Ich möchte an dieser Stelle ganz viel Erfolg wünschen für alles, was da kommen mag. Ich möchte euch wirklich auch mal dann sehen auf Bühnen, wie weiß ich was. Ja. Würdet ihr was, was hier Highfield oder so ein Scheiß, wie ihr das macht? Nee, ich wurde das letzte so richtig Mal so sagen, dass die großen Bühnen überhaupt nichts für uns finden. Das stimmt, ja. Und die Druckkammer kann dort auch irgendwie immer mehr passen. Es macht natürlich auch Spaß, auf große Bühnen zu spielen, aber es ist immer sehr unpersönlich. Das ist halt so verlassen irgendwie. Zu Chevils nach Schweiz war, nicht. Wenn du das gerade sagst, unpersönlich, wie war es heute für euch? Ja, gut. Sehr persönlich. Ja, das ist ein tolles Publikum. Ja. Ganz super toll. Danke als Publikum. Thank you.
von der letzten Song. Gregor Küter und das letzte. Vielen Dank an Max Hörmann, dass wir spielen durften. Das war ein wunderbarer, er war ein wunderbares Publikum, das war echt toll. Thank you.
Vielen Dank, Herr Sorz. Vielen Dank nochmal, Herr Sorz. Vielen Dank, Herr Holger Zahn. Also, wir haben das Fest hier heute selber eingedenkt. Vielen Dank an den Kommen, das Licht, an alle, die das Leben gewollt haben. Vielen Dank für Ihr Interesse an das Grundlagenkanal. Das war eine sehr, sehr schöne Art, verbeugt euch für mich, das ist eine richtig schöne Verbeugung. Die letzte Sprache, die Handlung und Verbeugung, die Boden. Nicht schön. Na gut. Na gut. Vielen Dank für die Landkreis, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Leute auch ihre Schallplatten mit haben. Große und kleine Schallplatten. Ihr habt doch bestimmt mehr als die zwei, oder? Genau. Super, da freue ich mich. Das ist ganz lieb, auch da bin ich zu kriegen geduldet. Aber ihr verkauft die natürlich auch. Und dann gibt es auch, ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt so eine Art Vorab-T-Shirt-Version, nur in Übergröße XL, aber dafür ist so handgemacht, jedes einzelne T-Shirt nehmt man schon klein. Ich meine, das ist gut. Das ist der heißeste Shit. Den gibt es auch hier heute Abend noch zu kaufen. Also es lohnt sich noch das Gespräch mit dem Künstler zu suchen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich lege jetzt nochmal die erste Abfahrt auf, damit es schön ausklingt. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht am 1. November dann wieder hier sehen. Da kommt Cuthead. Das ist auch so ein ganz, ganz geliebter Saubtüfter, so ein bisschen Hip-Hop-lastig ist der unterwegs. Wirklich großartiger Mann, bestimmt auch ein netter Gesprächspartner. Also scheuen Sie es nicht. Interesse mindestens was zu zeigen. Am besten kommen Sie einfach vorbei am 1. November. Das wird super. Ansonsten wirklich einen schönen Abend. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Was für ein Fantastisch.